Hallo liebe Leser, willkommen zu einem weiteren Auspackvideo. Verzeiht den winterlichen Look, aber hier in meinem Büro ist es schweinekalt, weil ich ein paar Tage die Heizung hier aus hatte und nicht da war. Ratet mal, was gekommen ist. So kurz vor dem Jahresende, Papier ist gekommen, das lasse ich mir öfters mal zuschicken. Nein, natürlich. Ist ein Atomos-Gerät gekommen, der Shogun, und das ist er, also das ist die Packung. Falls ich noch lauter spreche, als was ich höre durch diese dicke Anti-Frost-Mütze so wenig. Und das wollte ich jetzt mal auspacken und dann gleich einen ersten Betriebstest unterziehen, weil das Shogun war ja bei der Weihnachtsaktion, bei der ihr uns insgesamt über 7.200 Euro gespendet habt. Das wahrscheinlich meist diskutierte und allerlei Leute, die sich auskannten, aber unseren Text gar nicht gelesen hatten oder einfach sich nicht auskannten und unseren Text nicht gelesen hatten, haben uns lang und breit erklärt, warum das völlig überdimensioniert ist, aber haben überhaupt nicht kapiert, um was es geht. Nämlich darum, dass wir in guter Qualität, beziehungsweise sehr guter, auch von Konsole in 1080p aufnehmen wollen, natürlich für Screenshots und für Videos. Und das geht nicht mit dem bisherigen Gerät, das wir hatten, das eh schon ganz schlecht ist, war auch von derselben Firma. Warum gibt es hier so einen Koffer? Ganz einfach, weil das hier ein professionelles Kamera-Equipment ist und diese professionellen Kameraleute, die stehen auf solche Koffer, das haben sie mit Auftragskillern gemein. So, jetzt bin ich aber beeindruckt, wie geht denn das Ding auf und schwer ist es auch noch. Könnt ihr das sehen eigentlich? Ich glaube, hier hinten könnt ihr das besser sehen. Ich habe hier keinen Kameramann, sondern rede zu mir selbst sozusagen. Und ihr seht, haha, stinkt das. Das ist dieses typische in mittlerweile wahrscheinlich nordkoreanischen Sklavenfabriken entstehendes Füllmaterial oder Schaumstoffmaterial, um Gottes Willen. Wird es jemand merken, wenn ich jetzt umfalle und die nächste Woche? Nee, wahrscheinlich nicht. Meine Familie vermisst mich eh nicht. Na gut, also hier ist ein Akku. Hier ist ein offensichtlich Ladegerät für einen Kaltstecker, das man anstelle des Akkus einschieben kann. Sehr interessant. Ach, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist der Trageriemen für das Ganze. Und dann hat es hier Caddies, das kenne ich schon vom Alten. Das sind einfach Plastikgestelle, in die man 1, 2, 3, 4, viele 2,5 Zoll Festplatten, entweder SSD oder HDD stecken kann. Und die professionellen Kameraleute, die tauschen das dann minütlich aus. Das werden wir nicht brauchen, uns reicht eines. Ja, und dann ist hier das eigentliche Gerät. Moment, ich packe es mal aus. Ich setze mich mal einen Moment. Es ist wirklich kalt hier, wenn ihr wüsstet. So, dann machen wir das hier noch ab. So. Das ist also das Atomos. Ich komme mal näher. Nicht erschrecken, es ist immer noch die Mütze und ich. Das ist das Atomos, ausgeschaltet natürlich. Und ihr seht schon, also, so gehört es wohl. Hier hinten ist so wirklich so für die Abwärme, dass hier so, nennt man das Kühlteil. Hier hinten kommt der jeweilige Caddy rein. Hier hat es Anschlüsse für SDI-Anschlüsse, also das ist aus dem professionellen Bereich, brauchen wir nicht. Hier kommt der Akku rein und hier wird es dann interessant, nämlich mit einem Stromanschluss. Das ist schön, das heißt, das alte Atomos nicht. Und hier einem speziellen Audiokabel, das ich nicht kenne. Ehrlich gesagt, muss irgendwas Proprietäres sein. Und einem Einschalter. Und das für uns Wichtige befindet sich auf dieser Seite: HDMI ein, HDMI aus. Und Kopfhörer und Remote, was immer das ist. Also, dieses Ding plus das Zubehör, das ich noch weiter auspacken werde, hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Und wir werden gleich sehen, ob es das wert ist. Ich habe nämlich mit der Firma, das ist digitalschnitt.de in München, vereinbart. Ich kann es einfach wieder zurückschicken. Das kann ich natürlich sowieso bei einer Online-Bestellung. Aber ich finde es fair davor, mit denen zu sprechen, weil wenn es nicht genau das tut, was wir wollen, von Xbox One, PS4 und vielleicht sogar PC aufnehmen, dann brauchen wir es nicht. Ganz einfach. So, hier drunter, ich habe es vermutet, ist noch mehr, nämlich eine Anleitung mit Bildern, bunten Bildern. Das ist gut für solche Leute wie zum Beispiel mich.
Oh, und dann hat es hier wirklich sehr viel Zeug noch drin. Ich heb das mal hoch und vernichte es jetzt, weil es ausfällt. Ich weiß nicht, seht ihr das? Schaltet sich die Kamera scharf? Auf jeden Fall hat es hier diverses Zeug drin. Das proprietäre Audiokabel hat sich soeben als eine Kabelpeitsche erwiesen, wo man, das kennt ihr hier, das sind die typischen Mikroanschlüsse, anschließen kann. Also da kann man offensichtlich weibliche und männliche XLR-Stecker reinstecken. Dann hat sich, wollte ich alles rausholen, oder? Dann hat es hier zwei Ladegeräte, eins für den Charger nochmal, eins für das Gerät selbst, also nicht Ladegerät zu machen, ein Stromadapter. Dann, was ist das hier? Keine Ahnung. Ah, das ist so eine Weiche für Cinch-Anschlüsse, glaube ich, Mini-Cinch. Und das auch noch ganz wichtig natürlich, wie kriegen wir eigentlich die Daten in unseren neuen iMac mit USB 3-Anschluss, mit dem USB, seht ihr das, jetzt schaltet es nicht scharf, hallo, USB 3-Stecker und dem, ach hier ist ja noch ein Caddy, und dem, diesem Gerät hier. Na, und hier noch ein Caddy, da werde ich dann gleich mal einbauen, eine 2,5 Zoll Festplatte. Zwar ist die neubestellte noch nicht gekommen, aber wir haben ja zum Beispiel noch vom alten Atomos das rumliegen. Ja, und sonst liegt hier noch einiger Standard bei. Aber schon mal sehr beeindruckend, was man aus chinesischen Manufakturen noch so alles beilegen kann. Aber wichtig ist dieses Teil und das probiere ich jetzt aus. So, und mittlerweile ist mir auch wärmer vom ganzen Reden. Ich tue mal den Schal zumindest weg. Ja, und hier der Beweis. Es nimmt auf mit 1080p. Oder könnt ihr aufnehmen? Moment, mal drücken. Bing! Bei 60 Frames, also 59,94 in ProRes HQ auf die Festplatte. Und ja, das ist der große, große Vorteil im Vergleich zum alten Atomos. Klein und niedlich, wie es hier aussieht. Moment, Strom dran. Ja, es geht auch nicht mehr immer an. Dem Ninja 2, das wir schon hatten. Und das eben, ja gut, also wie gesagt, der Bildschirm, wobei der schnucklig ist. Ich habe gerade Fantasien von tragbarem PS4-Gaming im Zug oder so mit diesem Display. Nur wo kommt der Strom her? Und der Sound. Und das konnte das eben nicht. Das ist der große Unterschied. Wir können euch jetzt hier gescheite Screens, Moment, das versuche ich noch einhändig, das ist nämlich natürlich hier alles live, einhändig zu spielen, mit einem, so jetzt, yippie, ihr kennt die Anfangssequenz aus GTA 5, wenn ihr es schon gespielt habt, und das ist der große Unterschied von diesem Gerät, dass man hier jetzt wirklich, man könnte sogar 4K aufnehmen, das wollen wir gar nicht, und das ist lustig, hier sieht man auch, warum hinten die Anzeige, naja, hier, warum hinten? Ganz einfach, das ist ja eigentlich zum Aufmontieren auf Kameras gedacht, also auf diese großen, schweren, und da hat man dann quasi einen Kontrollmonitor, den sieht der Kameramann und der Aufgenommene sieht hier dann nochmal, ups, es ist ernst, ich muss das Nasenpopeln einstellen. Wie gesagt, eigentlich, das haben wir aber ja gleich auch von Anfang an so gesagt, eigentlich ist das Ding überdimensioniert, nur es gibt nichts anderes uns Bekanntes, das in gleicher Weise voll portabel und mobil Screenshots machen kann und also erstmal Videos und daraus dann gescheite Screenshots von Konsolenspielen, und wir können das gerne auch mal im Vergleich euch dann bringen mit so einer auch sehr guten Lösung wie von Elgato, das HD Capturing, aber das kostet halt nicht von ungefähr weniger als ein Zehntel, da ist halt schon das ein oder andere auch in der internen Hardware anders. Ja. Ja, noch ganz schnell, wirklich Flux jetzt gerade zusammengeschnitten vor ein paar Minuten, noch ein paar Szenen hier gerade, die aus dem Intro von GTA 5 stammende. Und das ist wirklich 1080p in, keine Ahnung, ob es mit 30 oder 60 Frames läuft. Oder hier der kleine Beweis, dass es auch mit der Xbox One läuft in 1080p. Jetzt mal kein Spiel. Oh, was ist denn da? Ein mir sehr liebes Spiel sehe ich da gerade. Oh, Alien Isolation bis zu 50% sparen. Mensch,
haben wir eine Kreditkarte hinterlegt. Aber jetzt noch zum unverhofften Bonus, beziehungsweise ich hatte darauf gehofft, aber wollte es erst ausprobieren. Wir können auch, hier ist es Elite, direkt vom PC aufnehmen. Fragt mich jetzt nicht, warum da kein Sound aufgenommen wurde, erster Versuch. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, wir können damit ohne Leistungsreserven für Fraps einkalkulieren zu müssen, auch auf dem PC quasi das Maximum, was der bei einem Spiel X darstellen kann, in Zukunft aufnehmen. Oder ich kann von meinem Laptop was aufnehmen und so weiter. Also selbst da auf der PC-Seite wird uns das Shogun unterstützen in Zukunft. Ja, insoweit. Vielen Dank für dieses fantastische Gerät, für dieses Geschenk von euch an uns überhaupt, dafür, dass ihr uns so wahnsinnig unterstützt bei Gamers Global mit Abos, mit Spenden, wie jetzt zur Weihnachtsaktion, durch eure Mitarbeit oder einfach durch eure schlauen Kommentare. Vielen lieben Dank dafür, kommt gut ins neue Jahr. Ich werde auch in wenigen Tagen eine Auflistung machen, was mit dem Überschuss jetzt geschehen soll. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz. Auf jeden Fall bleibt uns treu, wir sind auch im nächsten Jahr wieder für euch da und bis bald auf diesem Bildschirm. Bis denn.